Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen in meine Kalinkas Küche. Bei mir heute auf dem Plan Käsesalat. Ein schöner bunter Käsesalat. Und das geht so schnell und ich mag ihn am liebsten frisch zubereiten und gleich an den Tisch servieren, bis das noch Gemüse so schön knackig, alles so echt geschmackvoll. Und das kann man wirklich zubereiten, ob das jetzt haben wir wieder so warm oder im Winter zu irgendwelchen Festen, schmeckt immer und geht sehr schnell und schmeckt lecker. So schön erfrischend und knackt so toll. Ich kann euch nur empfehlen, das nachzumachen. Viel Spaß beim Video anschauen und guten Appetit, wenn ihr das nachgemacht habt. Für diesen Salat habe ich folgende Zutaten vorbereitet. In meinem Fall nehme ich Emmentaler, kann man aber nach eurem Geschmack nehmen. Dann habe ich von die Hälfte von den gelbe und rote Paprika genommen. Zwei so Frühlingszwiebeln, kann man einfach eine kleine Zwiebel nehmen. Zwei Scheiben Kochschinken, eventuell wer mag Salami, kann man mit Salami oder beide zusammen reinmachen. Dann eine Gurke. Und so ein kleines Stückchen von Apfel. Das werden wir alles in Streifchen, Würfel oder wie ihr es gerne möchtet, schneiden in eine Schüssel. Ich fange erstmal mit dem Käse. Erstmal mache ich so große Streifen und dann mache ich die so. Und habe ich dann so eine Stifte. Und geben wir in eine Schüssel. So, Käse haben wir in die Stifte geschnitten und jetzt werden wir alle Gemüse einfach zerkleinern. Und in die Schüssel geben. So, alle Zutaten haben wir jetzt zerkleinert und jetzt machen wir den Dressing. Für Dressing nehme ich so ungefähr für diese Mähne 2-3 Esslöffel Öl. In meinem Fall nehme ich Olivenöl. Als Süße nehme ich Agavendicksaft, ungefähr so einen Teelöffel. Dann unsere selbstgemachte Apfelessig. So ungefähr auch so einen Teelöffel. Und dann nehme ich gerne auch immer von den Sauergurken den Sud. Ungefähr auch so 2 Esslöffel. Ein Teelöffel Senf. Und werden wir erstmal kurz aufschlagen. Und dann können wir schon alle Gewürze gleich reinmachen. Pfeffer. Oder ihre Lieblingsgewürze, was ihr gerne möchtet. Ich gebe dann noch ein bisschen, das ist so ein Mix Chili und Cayennepfeffer. Ein bisschen trotzdem von Paprika, Rosenscharf. Etwas von den Gemüsekräutern, was ihr für euch trocknet. Oder was für so eine Gemüsekräuter habt ihr. Auch gut verrühren. Und geben wir das über unsere Salat. Salz am besten lieber nicht nehmen, weil der Käse ist würzig, die Sauergurken sind würzig.
lieber dann später vor dem Servieren es probieren. Und wenn euch Salz fehlt, könnt ihr immer noch nachsalzen. Sonst kann passieren, das wird übersalzt. Und außerdem, wenn es in ein paar Stunden, wollt ihr noch servieren, dann wegen Salz werden die Gemüse gleich schlapp, nicht so knackig wie jetzt. Deswegen vorservieren, abschmecken und wenn euch Salz wirklich fehlt, dann könnt ihr dazu geben. So, wir geben noch ein bisschen was Grünes. In meinem Fall wird das Petersilie sein. Es gibt gefrorene Petersilie, wenn ihr frische habt, dann könnt ihr gleich frische geben. So, alles verrühren und kann man sagen, fast kann man sofort an den Tisch reichen oder lässt man es ein bisschen ziehen und dann könnt ihr das abschmecken und schaut, wie schön bunt es ist. Eventuell kann man noch zum Beispiel Mais dazu geben, grüne Erbsen. Gefrorene grüne Erbsen nur kurz mit heißem Wasser übergießen und dann hier reingeben. Es ist auch dann schön bunt und schmeckt sehr lecker. So, liebe Freunde, schaut, wie schnell haben wir unsere leckere Salat zubereitet. Und er passt, ob im Sommer bei der Hitze oder an einem Fest, er macht sich immer gut. So, liebe Freunde, ich würde mich sehr freuen über eure Kommentare, wie hat es euch geschmeckt, über Daumen hoch. Vielen, vielen Dank, liebe Freunde. Und wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert, dann abonnieren Sie meinen Kanal und vergesst nicht, auf die Glocke drauf zu drücken. Dann bekommt ihr immer eine Benachrichtigung für ein neues Video. Ich wünsche euch alles Gute, liebe Freunde, und bis zum nächsten Mal. Tschüss!